Ich sag gar nicht so viel. Ich bin gerade so ein bisschen gefesselt. Spielen. Was ist das hier? Das ist Marble. Hat er ja mit Marble hochgebaut. Ach, man kann es auch echt übertreiben, so wie ich. Nein! Da vorne steht mein Haus, da vorne steht mein Haus. Da 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 da. Da 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 da. Oh, das Grundstück von Durchgespielt TV ist ja riesig. Ich meine, das muss man sich mal angucken. Ja gut, das kann ich jetzt schlecht zeigen. Aber man sieht es hoffentlich. Das da oben von Durchgespielt TV, wo der rote Punkt ist, ist der Waypoint. Und dann geht das die ganze Zeit hoch bis zum... Das geht weiter, als man die auf der Minimap sieht. Also riesengroß, aber ist nicht schlimm. Zack. So, aber mein Personal ist jetzt ein bisschen was reinpacken. Oh, 7 Shards auf Minimum haben wir schon. Wir brauchen nur noch eine einzige. Hier Flux Seeds können hier rein. Ein Stück Dummheit. Ein Stück, wie auch immer. Hier ist er nicht. Wo ist der denn? Aua, was soll ich tun? Mama. Oh, ich hab sie gekillt. Das war ja stark. Fuck. Oh Gott, das war jetzt aber ganz böse von mir, weil eigentlich darf ich ja in der Stadt nichts abbauen. Außer auf meinem Grundstück. Und dafür werde ich jetzt gebannt. Das muss ich ja nochmal verbessern. PvP Crafter MC wohnt da hinten. Herr PvP Crafter, wie alle immer sagen, aus meiner Klasse. Ich bin der PvP Crafter. Los, komm rüber, Kackspinne. Ja, ja. So ist das. Ich bin der PvP Crafter. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie das denn ging mit dem Minimumstone. Also auf jeden Fall brauche ich, glaube ich, Gold, 1 Gold, 4 Eisen und Minium. Ja, ich brauche nämlich hier, ja, ich brauche nämlich 1 Gold, das habe ich nicht. 4 Eisen und ich habe noch kein Minimumstone, aber ich kann es so machen, dass ich einfach den Minium Stein von Dings einfach mal benutze. Kann ich eben... Oh, hier ist noch Holz. Schnell. Einen Induction Furnace brauche ich mal. So, so. Nein, Alter, ich nehme das falsch aus. So, so. Und jetzt brauche ich noch 2 davon. Jetzt muss ich hier nochmal ein bisschen mit nachlegen. Ich packe einfach alles gleich rein.
So, ich pflanze nochmal ein paar Karotten gerade an. Benutze mal eben schnell das Bone Meal hier. Zack, 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 zack. Und einmal wieder anpflanzen. Ich mach das mal noch ein Stückchen weiter hier. So. So, das kann ich nochmal machen. Here we go back. So, einmal Gold. Ja, Leute, ich sag grad nicht viel, weil ich einfach irgendwie, ich denke irgendwie gerade ziemlich viel und sag aber nicht so viel. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu langweilig, wenn ich nicht so viel sage. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal unser Minimum Stone, das ist auf jeden Fall echt gut. Und ja, ich würde sagen, damit beende ich jetzt auch mal die Folge hier, weil wir haben jetzt echt schon viel gemacht.
mit B Ende. Jetzt gleich die auf Name. So. Oh geil! Eine Mining Turtle. Ja, sehr geil, würde ich sagen. Stellen wir gleich mal die Mining Turtle auf, packen ein bisschen was rein und dann leckt's erstmal jetzt. So. Ja, 5 Minuten mache ich jetzt wahrscheinlich noch. Erstmal ein bisschen runtergraben. In diese Richtung sollte ich graben dürfen. Mache ich Table Set OP Crafter NCs Turtle. Let's refuel all. Und jetzt Tunnel 100. Machen wir mal. Sehr gut. Gut, dann tunnel die jetzt erstmal so ein bisschen durch. Dann würde ich sagen, das war's mit dieser Aufnahme. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, euch gefällt dieses Projekt, weil mir bringt es auf jeden Fall richtig Spaß. Ja. Auf jeden Fall, guckt bei den anderen Leuten auch mal vorbei. Die machen auch echt gute Videos. Da würde ich mich bedanken fürs Zuschauen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns in einer nächsten Folge. Und was mir gerade einfällt, oder auffällt, dass wir ja mit Obsidian eine Minimum Stone so einiges machen können. Zum Beispiel Eisen. 29, perfekt. Und das war's. Gut, dann war's es wirklich jetzt mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine Bewertung da. Und guckt, wie gesagt, bei den anderen vorbei. Die stehen alle unten in der Beschreibung. Hoffentlich. Wenn das Video draußen ist, wahrscheinlich noch nicht. Aber wahrscheinlich ein paar Stunden später muss ich noch die Beschreibung dann entwerfen. Und dann... ja, ich mache das so. Also ich... erstellen wir ein Word-Dokument und dann schreibe ich da die ganze Beschreibung für jeweils Let's Play, Hardcore Games, bla bla bla. Da bin ich gerade noch am Machen und Tun und so. Und es kommt dann halt immer dahin. Und dann füge ich das einfach später alles ein. Bei YouTube. So, jetzt habe ich das wieder an. Perfekt. Und ja. Da hoffe ich, es hat euch gefallen. Würde mich über eine Bewertung freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann.